So, man betrachtet die vier Wasserstoffverbindungen von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Fluor ja auch nicht nur im Zusammenhang mit den Bindungswinkeln, sondern auch öfters mal im Zusammenhang mit der Polarität. Methan, CH4, ist ja ein unpolares Molekül, während ich bei allen anderen ein Dipol habe. Und das kann man hier in Avogadro eben auch sehr schön darstellen. Das wird nämlich oder kann nämlich farbig dargestellt werden. Dazu gibt es hier im Menü Erweiterung den Punkt Erstelle Oberflächen. Hier gibt es zunächst mal die Möglichkeit, verschiedene Arten von Oberflächen zu erstellen. Hier gibt es Van der Waals und elektrostatisches Potential. Wenn ich das hier wähle, elektrostatisches Potential, funktioniert das leider nicht. Da gibt es eigentlich immer einen Absturz. Deshalb bleibe ich hier bei Van der Waals Oberfläche und die Oberfläche wird dann gefärbt nach dem elektrostatischen Potential. Den Rest kann ich so lassen und ich lasse ihn mal berechnen. So, und man kann jetzt hier sehr schön an den Molekülen erkennen, dass beim CH4 das alles grün ist, das heißt, es ist sozusagen neutral, während ich bei den anderen Molekülen immer einen positiven und einen negativen Pol habe. Ich drehe das Ganze mal und das Ganze dreht sich dann also auch mit. Und man sieht dann zum Beispiel einen Unterschied beim Ammoniak und beim Wasser, dass hier also zum Beispiel die beiden positiven Teilladung, dass sie näher beieinander sind. Jetzt ist es ein bisschen umständlich mit dem Drehen und da möchte ich gerne mal verweisen auf das automatische Rotieren. Mit diesem Werkzeug kann ich das erreichen. Erstmal kann ich das Ganze von Hand rotieren lassen, indem ich mit der linken Maustaste festhalte und dann die Rotationsrichtung und die Rotationsgeschwindigkeit vorgebe. Der Vorteil ist eben, die Moleküle zeigen sich jetzt von allen Seiten und ich sehe eben Unterschiede und gemeinsam, ohne dass ich irgendetwas machen muss. Die Rotation, die ich jetzt hier eingestellt habe, ist jetzt gerade so von Hand eben festgelegt worden. Ich kann es aber auch hier genauer festlegen und auch die Geschwindigkeit kann ich hier zum Beispiel verändern. Beziehungsweise ich kann es natürlich auch quer rotieren lassen, aber das ist hier nicht so praktisch. So, leider habe ich das jetzt sozusagen verstellt. Aber vom Prinzip her sollte es ja klar sein. Übrigens, man sieht jetzt hier, dass diese Oberflächen leicht durchscheinend sind. Und das kann ich hier verändern. Beziehungsweise ich kann sie auch unsichtbar machen, indem ich hier auf das Werkzeug gehe. Ich kann mir ja auch andere Farbe auswählen und ich kann das Ganze also auch untransparent machen. Zum Anhalten kann ich entweder versuchen, das von Hand abzufangen oder ich drücke hier einfach auf Stopp. Was man noch beachten muss. Ich schalte mal jetzt die Transparenz wieder ein bisschen runter. Ich kann jetzt die Atome, Moleküle durchaus auch verschieben. Nur, was nehmen wir denn mal? Zum Beispiel dieses hier. Nur verschiebt sich dann die Hülle nicht mit. Also das heißt, das ist unabhängig von dem Ganzen. Und wenn ich jetzt die Optimierung wieder laufen lasse, dann ist das eben nicht mehr ineinander. Also das heißt, das, was ich hier sehe, diese Hülle, das ist nur ein Bild, das eben passend zu dem Molekül erzeugt wird. Man muss da also aufpassen, dass das nicht durcheinander gerät. Und gerade wenn ich die Optimierung hier laufen lasse,
sieht man ja, dass die Moleküle sich teilweise aufeinander zubewegen, eben aufgrund ihrer Polarität. Deshalb sollte man also nicht die Optimierung laufen lassen, wenn man hier diese Oberfläche erzeugt hat. Aber vom Prinzip her ist das ganz schön. Ich habe das so schon genutzt, dass ich jeweils einzelne Filme erstellt habe von einem einzelnen Molekül, wie das rotiert ist, und habe dann auch Oberflächen ein- und ausgeblendet, um halt beides zu sehen, sowohl die Molekülstruktur als auch eben die Verteilung der Teilladungen.